Ein Bauer bin ich mit Herz und Seele, das weiß ich heute genau. Bin glücklich dabei und arbeite gerne mit meiner lieben Frau. Nun sagt der Staat, mach langsam Schluss, es kommen jetzt andere dran. Du produzierst nur Überschuss, den man nicht bezahlen kann. Wir waren viel zu klein. Das Land hätte grösser müssen haben. Und die Politik hat das so rigoros verfolgt. Denn mit aller Gewalt. Fort mit euch. Und gewusst haben wir ja eigentlich schon lange, dass wir da einmal aufhören. Aber nicht gerade so. Nicht auf Befehl und zu einem bestimmten Datum. Das hat geheissen, dann ist einfach dann jetzt keine Tiere mehr fertig. Ja, das ist einfach schlimm, oder? Hat man die ganze Zeit den Stall voll gehabt, nachher ist gerade auf E-Tätsch leer. Ja, das ist einfach der Beginn von einer ganz anderen Zeit für uns. He? Hast du sie verräumt? Ja, aber das sind ein paar Jahre da oben gegangen. Mhm. Nachher bist du liegen, wo die Kühe gegangen sind, gell? Das weiss ich noch. Du bist aufs Ruben gelegen und die Mama hat gesagt, sie hat mit dir krankes Kind gespielt. Der Nachmittag aus. Und es war eben noch etwas, und das hat mich sehr berührt. Das die zwei, die auf Asche sind, die waren im Stall nie nebeneinander. Die zwei Kühe? Oder? Ja. Nein, eine Kuh und ein Gusti. Mhm. Und nachher sind die zusammen in Rudis Betrieb gekommen. Und jedes Mal, wenn ich dort oben war, habe ich gesehen, dass die zwei nur nebeneinander fressen. Mhm. Die sind zusammen geblieben. Das war schwierig für mich. Ich habe das ganze Jahr eigentlich gewusst, dass das der entscheidende Moment ist. Und dass die Reportage nur funktioniert, wenn ich auch mit Kühen gehe, es schaffe, gute Bilder zu machen. Und das ist furchtbar schnell gegangen. Weißt, da kommt der Lastwagen und nachher zack, bumm, 40 Stunden später sind die Kühe versorgt und der Lastwagen ist fort. Das ist aber wegen diesem Brief heisst es da: Wir stellen fest, dass Sie am 1. März 2000 den Betrieb aufgegeben und danach keine Tiere mehr halten werden. In Betracht dessen betrachten wir Ihren Betrieb als saniert. Krasser Gegensatz zu dem Gefühl, wo man hat, wenn die Tiere gehen. Das ist nach dem Putzen das letzte Bild. Ja. Im Nachhinein ist das für euch dann nicht traurig, das anzuschauen. Nein, jetzt. Nein, das ist es nicht. Ja. Für uns ist das nochmal noch schön. Ja, das freut mich. Traurig war es dann und dann hat es wehgetan. Ja. Heute tut es nicht mehr weh. Ja. Für das Bundesamt für Landwirtschaft, wenn man die Statistik anschaut, die sagen dem einfach Strukturwandel, oder? Ja. Die sagen, seit 2000, als sie aufgehört haben, haben noch einmal 20'000 Bauern aufgehört. Und es sind immer kleine. Und in ihrem Hof hat es auf dem Brief geheißen, das sei der Hof 4233. Das haben wir ja gar nicht gewusst. Also ich wollte sagen, für die ist das einfach eine Zahl. Eine weniger. Aber hinter dieser Zahl stecken Menschen. Wie Hans und Ruth. Ja. Über so Leute wie meine Eltern berichtet man sonst nicht in der Zeitung. Ja. Dass das doch irgendwie so eine Art ein Denkmal findet in diesem Buch, das freut mich. Und ich glaube, das immer grösser und immer grösser ist, glaube ich, nicht wirklich das, was für die Zukunft das Richtige ist. Und klar kann man nicht zurück zu dieser Landwirtschaft, die in diesem Buch ist. Aber wenn das Buch und die Bilder die Leute zum Denken anregen, dann ist mein Ziel, glaube ich, schon erreicht. Ja. Als ich das Bild habe gesehen habe, als ich diesem Wagen so nachschaue, wie die Viecher reingehen und gehen, das ist mir genau wie Sinn. Ja, genau. Das war genau ein Bild, das mir völlig präsent war von früher. So sind wir auch, also die Eltern dort auf der Straße, also vor der Haustür gestanden, einfach gerannt, also wegen diesen Viechern. Man sieht ja, dass es harte Arbeit ist. Ja. Und gleich habe ich so das Gefühl, haben die Leute so wie eine kleine Sehnsucht nach etwas. Aber es ist ja nicht, ich wollte es nicht romantisieren.
ich habe es wirklich so zeigen, wie es ist. Weil ich dann mit 18 habe ich wohl gehen. Mir war das zu eng hier und viel zu viel Krampf. Die Milch meiner Kuh kann ich euch nicht geben. Sie war ja nicht draußen heute. Es gibt viele Arme, die möchten auch leben. Ich bediene nur diese Leute. Ich weiß es, das sind leere Worte, bin ja nicht mehr jung. Bald bleibt von meinem Bauernleben nur die Erinnerung. Ich habe so viel erlebt, schon von jung an. Und das ist das nicht, wir sind nicht in ein Loch gefallen, wie da viele eben so beschreiben. Oder? Und nachher habe ich da eben, wenn wir oben gerade nichts zu tun hatten, habe ich angefangen, die ganze Gegend weit umerkunden mit dem Velo. Das hatte ich vorher nie Zeit. Jetzt gefällt mir das Seeland noch viel besser, jetzt, wo ich es besser kenne.